Bei der Arbeit an innovativen Projekten mit Gruppen kann es hilfreich sein, den gemeinsamen Prozess zu reflektieren. Eine einfache Methode dafür ist die Timeline. Sie eignet sich auch gut zur Evaluation von Workshops, in denen das Projektteam und die Teilnehmenden den bisherigen Verlauf gemeinsam betrachten und daraus lernen wollen. Die Timeline besteht aus drei Reihen. In der ersten Reihe werden positiv erlebte Momente erfasst, also Zeiten, in denen viel Energie vorhanden war. Die zweite Reihe ist für negativ erlebte Momente gedacht, in denen die Energie niedrig war oder fehlte. In der dritten Reihe werden Momente festgehalten, in denen die Gruppe wichtige Erkenntnisse gewonnen hat. Um mit der Timeline zu arbeiten, visualisiere sie am besten auf dem Boden. Teile ein langes Blatt Papier oder mehrere aneinandergeklebte Flipcharts in eine Titelzeile und in die drei genannten Reihen auf und ordne den Phasen des Projekts entsprechende Titel zu, wie zum Beispiel den Projektstart, die Phase der Inspiration oder besondere Workshops. Die Teilnehmenden werden dann gebeten, ihre positiven und schwierigen Momente sowie Erkenntnisse auf Post-its zu schreiben und in die passende Reihe und Phase zu kleben. Wichtig ist, genügend Zeit für diese Aufgabe einzuplanen. Das Ergebnis gibt einen klaren Überblick über den Gruppenprozess. An den Häufungen der Post-its lässt sich erkennen, wann die Energie besonders hoch war und wann sie abflaute. Es wird auch sichtbar, in welchen Phasen wichtige Erkenntnisse gewonnen wurden. Oft zeigt sich eine Art Wellenmuster. Auf negative Momente folgen positive und schwierige Phasen führen häufig zu bedeutenden Einsichten, die die Gruppe weiterbringen und ihr neue Energie geben. Die Timeline hilft, den gemeinsam erlebten Prozess zu reflektieren und daraus zu lernen. Sie eignet sich für die Reflexion von längeren Projekten ebenso wie für die Reflexion von Workshops. Sie kann auch eine gute Grundlage für das Schreiben eines Projektberichts sein, da sie hilft, eine gemeinsame Lerngeschichte zu erstellen. Für einen guten Bericht ist es definitiv eine gute Idee, auch Lernerfahrungen zu integrieren. Die Timeline ist also sehr vielfältig einsetzbar. Wenn du mehr über diese Methode und andere Werkzeuge zur Unterstützung von interaktiver Innovation erfahren möchtest, dann werf doch einen Blick in unsere Toolbox.